Würde der rote Überriesenstern Beteigeuze genau jetzt explodieren, würden wir Zeugen eines Jahrtausendspektakels werden. Der Himmel würde in Flammen stehen und die Nacht taghell werden. Beteigeuze steht kurz vor der Explosion, so viel ist sicher. Wissenschaftler sind sich allerdings nicht ganz so einig darüber, ob kurz morgen oder in 1000 Jahren ist. Möglicherweise ist Beteigeuze aber auch schon explodiert und wir haben davon bisher rein gar nichts mitbekommen. Eine Supernova-Explosion ereignet sich in unserer Milchstraße etwa alle 50 Jahre, doch von der Erde aus sichtbare Supernovae kommen nur alle 1000 Jahre einmal vor. Beteigeuze, der sich etwa 640 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, wird eine Supernova vom Typ 2 und die sind besonders spektakulär. Während des Tages würde die Explosion von Beteigeuze die Helligkeit des Himmels dramatisch verändern. Obwohl die Sonne den Himmel dominiert, würde die Supernova so hell sein, dass sie auch bei Tageslicht sichtbar wäre. Die Helligkeit könnte Autofahrer und Piloten kurzfristig blenden, ähnlich wie bei einem plötzlichen Blitzlicht. Vorsicht wäre geboten, besonders bei Morgen- oder Abenddämmerung, wenn die Sonne tiefer steht und die Helligkeit von Beteigeuze die Augen von Menschen schlagartig trifft. Dieser extrem helle Blitz würde jedoch nur einen Augenblick leuchten, dann sähen wir einen hellen Lichtfleck, der wie ein neuer, extrem heller Stern erscheinen würde. Es würde aber kein Ton hörbar sein, da Schallwellen sich nicht durch das Vakuum des Weltraums bewegen. Nachts würde die Explosion noch einmal spektakulärer werden. Für einen Moment wäre alles erhellt und dann sähen wir am Nachthimmel plötzlich einen neuen, extrem hellen Punkt, der heller als die Venus und Jupiter strahlen würde. Diese neue Lichtquelle wäre wahrscheinlich so hell wie der Vollmond und könnte die Nachtlandschaft über Wochen hinweg in ein wunderbares Licht tauchen. Die Sterne in der Nähe von Beteigeuze würden wir diese Zeit sehr wahrscheinlich nicht mehr sehen, da das intensive Licht Beteigeuzes sie einfach überstrahlen würde. Alle schauen nur noch dorthin. Während es sicher ist, dass Beteigeuze explodieren wird, ist noch unsicher, wann er explodieren wird. Astronomen weltweit halten den Stern unter ständiger Beobachtung und selbst einige Satelliten sind rund um die Uhr auf Beteigeuze gerichtet. Jede noch so kleine Veränderung wird sofort registriert. Kommt dann der Supernova-Alarm, werden Astronomen und Hobby-Sterne-Gucker gleichermaßen ihre Teleskope sofort auf das Ereignis richten. Weltraumteleskope wie das Hubble-Teleskop oder das James-Webb-Teleskop würden detailliertere Aufnahmen machen. Die Messinstrumente der Observatorien würden auf dem ganzen Erdball eine enorme Zunahme der Helligkeit registrieren, begleitet von einem Anstieg in Gammastrahlung und Röntgenstrahlung. Radioteleskope werden an diesem ganz besonderen Tag drastische Veränderungen im Radiowellenbereich feststellen und die Gravitationswellensensoren, die selbst feinste Veränderungen im Kosmos registrieren, würden die Explosion sehr wahrscheinlich schon anzeigen, noch bevor wir sie sehen können. Gravitationswellen sind winzige Veränderungen im Gravitationsgeflecht des Kosmos. Alle Ereignisse im Universum, bei denen Materie in Bewegung ist, erzeugen Gravitationswellen. Neben den Gravitationswellen würden uns auch sehr wahrscheinlich ungewöhnlich hohe Neutrinoströme erreichen. Die weltbesten Neutrino-Detektoren in der Arktis und Antarktis würden sehr wahrscheinlich ebenfalls zu den ersten gehören, die die Supernova registrieren. Was passiert nach der Explosion? Eines ist sicher, Beteigeuze wird unglaubliche Mengen an Materie und Energie im Weltraum verteilen. Über Milliarden von Kilometern und über Lichtjahre hinweg werden sich die Bestandteile des Sterns in der Galaxie verbreiten. Die Druckwelle der Explosion wird das direkte Umfeld von Beteigeuze deutlich beeinflussen und dennoch sind die Abstände im Universum so gewaltig und groß, dass unsicher ist, ob Nachbarsterne wirklich ernsthaften Schaden nehmen werden. Beteigeuze ist der erste rote Überriesenstern, der direkt in unserer kosmischen Nachbarschaft explodiert und es ist das erste Mal, dass wir mit moderner Technik dem Spektakel beiwohnen können. Es wird also eine Überraschung sein, die wahren Ausmaße der Explosion über Wochen hinweg studieren zu dürfen. Kurz nach der Explosion würde Beteigeuze weiterhin für Wochen bis Monate als extrem heller Punkt am Himmel sichtbar bleiben. Mit der Zeit würde die Helligkeit allmählich abnehmen, was bedeutet, dass wir sie mit bloßem Auge nicht mehr sehen könnten. Doch Astronomen werden jede noch so kleine Veränderung mit ihren Teleskopen weiter beobachten. Nach dem Ende Beteigeuzes wird dann ein extrem kompakter Überrest bleiben. Entweder ist das ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Möglicherweise bildet Beteigeuze sogar einen spektakulären kosmischen Nebel, wie zum Beispiel den bunten Krebsnebel. Das wäre natürlich ein ganz besonderes Schauspiel. Solche Nebel können noch Millionen von Jahren existieren.
Damit verschwinden alte Sterne also nicht gänzlich, sie lassen ein Objekt oder auch ein schwarzes Loch zurück, das uns jede Menge Stoff für Forschungen bietet. Das Leben eines Sterns. Wie sah Beteigeuze früher aus? Wir Menschen sind ja gerne mal sentimental und schauen zurück. Also lasst uns gemeinsam das Leben von Beteigeuze rekonstruieren. Ihr werdet sehen, dass es einige Überraschungen gibt. Vor etwa 10 Millionen Jahren entstand Beteigeuze in einer dichten Molekülwolke. Diese Wolke aus Gas und Staub bestand aus Materialien, die frei im Universum unterwegs sind, und sie bestand auch aus Überresten früherer Supernovae. Beteigeuze entstand also quasi aus dem Material älterer Sterne. Irgendwann wurde diese Wolke aber so schwer, dass sie begann unter ihrer eigenen Schwerkraft zu kollabieren. Innerhalb dieser Wolke bildete sich dann zunächst ein Protostern, der immer weitere Masse angesammelt hat, bis die Kernfusion eingeleitet wurde. Beteigeuze war aber nicht alleine. Der Jungstern entstand in einem kosmischen Kinderzimmer voller neugeborener Sterne. Diese leuchtende und chaotische Region ähnelte vielleicht dem heutigen Orionnebel. Die Umgebung des Sternenkindergartens war von starken Winden und hoher UV-Strahlung geprägt. Beteigeuze war von Geburt an ein extrem massereicher Stern und wahrscheinlich deutlich heller als seine Geschwister. Als ein massiver Stern hatte Beteigeuze von Beginn an eine kürzere Lebensaussicht als kleinere Sterne. Er verbrauchte seine Kraftstoffvorräte relativ schnell. In seinem Kern verschmolzen Wasserstoffatome zu Helium und dabei setzte der Riesenstern unglaubliche Mengen an Energie frei. Diese Phase dauerte nur einige Millionen Jahre. Ein Wimpernschlag in der kosmischen Zeitrechnung. Beteigeuze war in dieser Zeit wahrscheinlich ein blauer Überriese und um ein tausendfaches heißer und heller als die Sonne. Schon in Beteigeuzes Lebensmitte war der Wasserstoffvorrat im Kern erschöpft und der Stern begann, Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff zu verschmelzen. Genau in dieser Phase begann Beteigeuze sich dann langsam zum roten Überriesen aufzublasen. Seine Helligkeit nahm weiter zu und er begann periodisch größere Mengen Materie in Form von starken Sternwinden zu verlieren. Der rote Überriese hatte damals schon einen Durchmesser, der größer ist als die Umlaufbahn des Mars um die Sonne, und seine leuchtend rote Farbe faszinierte die Menschen auf der Erde seit jeher. Eine spannende Frage ist natürlich, wie wohl Planeten im Umfeld Beteigeuzes diese Entwicklung erlebt haben. Ähnlich wie bei uns könnte Beteigeuze eine bunte Schar an Planeten um sich versammelt haben. Dass es dort Leben gegeben haben kann, halten einige Experten für ausgeschlossen, denn bisher nehmen wir an, dass Leben Milliarden Jahre braucht, um sich zu entwickeln, und bei der kurzen Lebensspanne Beteigeuzes wäre das eher unwahrscheinlich. Trotzdem können wir das nie ausschließen, weil uns die Vergleichswerte fehlen und wir würden wahrscheinlich einen drastischen Fehler machen, die irdischen Verhältnisse auf andere Welten übertragen zu wollen. Sicher ist, dass die Planeten im Beteigeuzes Umfeld immer heißer geworden sind. Als der Stern wuchs, verschluckte er sie dann nach und nach, und sollte es dort jemals Leben gegeben haben, wäre dies zu diesem Zeitpunkt alleine schon durch die extreme Strahlung des Sterns vernichtet worden. Beteigeuze zerbricht im Bruchteil einer Sekunde. Das Magische an kosmischen Events wie diesen sind die unglaublichen Kräfte und Zeitabläufe, mit denen wir hier zu tun haben. Alleine die Umwälzungen in Beteigeuzes Inneren sind so gewaltig, dass wir sie schwer mit dem Verstand fassen können. Als Beteigeuze auch das Helium in seinem Kern aufgebraucht hatte, begann er schwere Elemente zu verschmelzen. Kohlenstoff, Neon, Sauerstoff und schließlich Silizium, das zu Eisen fusionierte. Dieser Prozess verlief immer schneller und gleichzeitig lieferte jede Fusionsstufe weniger Energie. Durch die Zunahme der schweren Elemente wird Beteigeuze folglich immer schwerer und irgendwann wird er unter der eigenen Schwerkraft kollabieren. Dann zerreißt es den gewaltigen Stern in Sekundenbruchteilen und die gesamte verbliebene Energie wird ruckartig freigesetzt. Wie nah ist Beteigeuze an der Explosion? Die Frage, die alle beschäftigt, ist, wann es soweit sein wird. Wann wird dieser Stern explodieren und werden wir es sehen? Beteigeuze ist zunehmend instabiler. Das beweisen alle Beobachtungen. Er befindet sich definitiv in seiner letzten Phase. Doch wie lange die dauern wird, ist ein Rätsel. Astronomen nutzen eine Vielzahl von Teleskopen und Technologien, um Beteigeuze genauestens zu beobachten. Neben dem Hubble-Teleskop und dem James-Webb-Weltraumteleskop behalten das Very Large-Teleskop der Europäischen Südsternwarte und das ALMA-Teleskop in der Atacama-Wüste den Stern abwechselnd unter Beobachtung. Die Analysen dieser Teleskope zeigen uns chemische Zusammensetzungen und die Veränderung in seiner Helligkeit.
Zwischen Ende 2019 und 2020 verringerte sich die Helligkeit des Sterns um etwa 25%, und das hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Außerdem entstanden Spekulationen über die bevorstehende Supernova. Nach intensiven Untersuchungen kamen Astronomen aber dann zu dem Schluss, dass das Dimmen wahrscheinlich durch eine Kombination von verschiedenen Faktoren verursacht wurde. Eine riesige Staubwolke, die vom Stern ausgestoßen wurde, und großflächige Konvektionszellen auf der Sternoberfläche, die kühler als der Rest des Sterns waren, haben den Stern über Wochen hinweg verdeckt. Auch im Jahr 2024 beobachteten Wissenschaftler eine erneute, wenn auch weniger dramatische Verdunklung von Beteigeuze. Dieses Ereignis soll eine direkte Nachwirkung der großen Verdunklung von 2020 sein. Obwohl alle diese Phänomene erklärbar sind, zeigen sie uns jedoch, wie instabil der Stern ist, und sie können als wichtige Hinweise gewertet werden, dass Beteigeuze möglicherweise bald explodiert oder schon explodiert ist. Das Verrückte ist ja, dass der Stern schon längst zur Supernova geworden sein könnte, schon vor Hunderten von Jahren, aber wir sehen sein Licht erst 650 Jahre später. Was wird sich verändern? Viele Menschen schauen regelmäßig zum Sternbild Orion auf, weil es eines der bekanntesten und beeindruckendsten des Nachthimmels ist. Beteigeuze leuchtet rötlich in der rechten Schulter des mythischen Jägers, der in vielen Kulturen der Welt verehrt und mythologisch bedeutungsvoll ist. In der griechischen Mythologie zum Beispiel wird Orion als mächtiger Jäger beschrieben, der von Artemis, der Göttin der Jagd, geliebt wurde. Sein Bild am Himmel symbolisiert Stärke, Mut und Abenteuerlust. Beteigeuze mit seiner markanten roten Farbe hat immer eine besondere Faszination ausgeübt und viele Geschichten über Götter und Helden inspiriert. Wenn Beteigeuze explodiert, wird Orion für immer verändert sein. Der helle Punkt, der einst als schützender Stern über uns wachte, wird durch eine leuchtende Supernova und schließlich durch Dunkelheit ersetzt. Es ist ein emotionaler Gedanke, dass dieser vertraute Himmelskörper, der uns durch die Jahrtausende begleitet hat, bald einfach weg sein wird. Der Verlust von Beteigeuze wird uns dann daran erinnern, dass auch das Universum in ständigem Wandel ist und dass auch die scheinbar ewigen Sterne einem Zyklus von Geburt, Leben und Tod unterliegen. Auch unser Kanal besitzt einen Zyklus. Hier kommen regelmäßig neue Videos.